Ich wohne in Köln. Ich bin oft in Berlin. Ich bin sehr gerne in Berlin. Ich schwank so zwischen den zwei Städten. Berlin ist, glaube ich, für jeden Menschen etwas Eigenes. Es hängt sehr davon ab, welche Menschen man kennt und was einen mit der Stadt verbindet. Und Berlin ist sehr vielfältig, sehr groß, sehr unbegrenzt. Und es hat nicht nur ein Herz, meiner Meinung nach, sondern viele verschiedene. Ja, mir gefällt es hier. Was mich besonders an Schubert fasziniert, ist diese feine Kompositionsart. Es ist wie die Arbeit eines Juweliers. Wirklich so jedes kleinste Detail hat eine große Bedeutung und alles so fein und abgewogen. Eine ganz hochwertige Feinarbeit. Es ist eine Musik, die mich packt, die mich komplett im Kopf und emotional ausfüllt. Und ich identifiziere mich stark damit. Ich erkenne auch vieles von mir in dieser Musik wieder. Im Grunde bin ich auch irgendwo eine rastlose Person. Und ich erkenne dieses Suchende, dieses Rastlose in Schubert wieder. Ich liebe gerade so diese Übergänge bei Schubert. Für mich ist Schubert ein Komponist der Übergänge, weil dieses manchmal auch unerwartete Switchen von,
von Abgrund und von Hoffnungslosigkeit. Und plötzlich ist da ein Glück gefunden worden. Das ist nur bei Schubert so. Trotz dieser Introvertiertheit eine sehr kontrastreiche Musik. Und sie vereint viele Charakterstärken, finde ich, auch von anderen Zeitgenossen von Schubert. Er hat die Größe und die Tiefe Beethovens, er hat die Fähigkeit, Feinheiten und kleine Nuancen herauszuholen wie Mozart. Und er vereint all diese Dinge in sich. Und ich halte Schubert für einen der vielseitigsten Komponisten in dem Punkt. Klassische Musik lebt davon, dass sie auch immer wieder live gespielt wird. Heutzutage haben wir Tonträger, aber ein Tonträger ist immer noch ein Dokument von einer bestimmten Zeit. Musik ist, wenn sie gespielt wird, ist sie vorbei. Das ist nicht wie ein Bild, was gemalt wurde und dann ist es da, sondern es geht immer wieder vorbei. Philharmonie, toller Saal. Ich liebe das, dass die Leute um einen herum sitzen und man kann als Zuschauer entscheiden, von welcher Perspektive möchte ich den Künstler sehen. Und ja, hier in Berlin, tolle Stadt, Zentrum und historischer Ort auch auf seine Art und ich spiele total gerne hier.